Hi Leute, das ist Sano hier und willkommen zum zweiten Tag Projekt 2 des Mondkuchen-Events. Und wir werfen kurz einen Blick drauf. Und zwar gibt es die Kranich-Hose. Mit dem Rückgang der feindlichen Kräfte übernehmen sie den Kontrollpunkt MLK Memorial, um ein Standbein südlich von Chinatown zu sichern. Übernehmen sie den Kontrollpunkt MLK Memorial Library. Ja, das machen wir für diese geile Hose, für dieses geile Outfit. Es gibt auch zwei andere Outfits, die meines Erachtens besser aussehen. Deswegen, aber die kann man natürlich nur kaufen. Korporativer Gangsterbündel. Das sieht tatsächlich sehr, sehr cool aus. Auf jeden Fall gibt es noch zwei weitere, die zeige ich euch gleich. Sind die jetzt hier auf Anhieb? Ah, doch hier, natürlich. Hier, Jade. Ist nicht so gut, aber immerhin besser als das rote. Und das hier sieht eigentlich ganz cool aus. Hier, Vollmond. Die Jacke ist ganz cool. Ich habe jetzt den Maske an, ne? Aber das ist auf jeden Fall ein Tick besser als die anderen beiden. Aber ja, sehr, sehr strange, dass sie das hier so mit reinbringen. Aber ja, jetzt klären wir erstmal den MLK Memorial. So, machen wir die letzten NPCs noch platt. Na, zieh mal durch. Okay, Projekt beendet. Die Kranichhose. Muss ja immer gucken, ob ich einen 13er Schutz valide krieg. So. Dann. Einfach einen Blick auf die geile Hose. Was ist er denn hier? Alter, das sieht aus. Schreibt mal, gibt's Leute von euch, die den Style hier ganz geil finden. Ich finde es halt ein bisschen over the top, ne? Also, du gehst wirklich auf eine Veranstaltung, die entsprechend ist, wo jeder so rumläuft. Aber. Ah, schon ein bisschen strange. Aber was ich euch auf jeden Fall noch zeigen wollte, ist hier, wir switchen mal rüber. Und zwar seht ihr hier die kompletten Outfits nochmal. Das ist die offizielle Infoseite. Und die Harvest. Ne, der neue exotische Revolver, der benannte Revolver, den man bekommen kann, der hat erhöhten Waffenschaden um 20%, aber die Schussfeuerrate ist um 18% verringert. Ja, und die bekommt ihr halt, wie gesagt, beim Horde, also beim Loot Goblin. Und der soll auch Sachen fallen lassen, die in den letzten saisonalen Events vorgekommen sind. Deswegen haut mir mal in die Kommentare, ob ihr bei ihm ein bisschen gut was gefunden habt. Weil ich werde den auch mal ein bisschen abfarmen und mal schauen, dass ich auf jeden Fall die Harvest bekomme. Weil haben ist besser als brauchen, ne? So. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Kurzes Video zum zweiten Projekt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.